Wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation, in sozusagen einem Ausnahmejahr im Zuge der Corona-Pandemie, welche eine internationale Wirtschaftskrise hervorgerufen hat. Umso wichtiger ist es auch mir als Arbeitsfamilien- und Jugendministerin gemeinsam, dass wir vorbereitet jetzt nun in den Herbst und Winter starten, wenn es wieder windiger, eisiger und kühler draußen wird und wir uns mehr in den Innenräumen aufhalten werden. Dementsprechend ist es mir wichtig, einerseits die Arbeitsplätze zu sichern und neue Jobchancen auch zu ermöglichen und andererseits auch die Familien zu unterstützen, dass wir niemanden im Stich lassen und hier mit geeigneten Instrumenten vorbereitet sind. Daher freue ich mich, dass wir als Bundesregierung drei konkrete Maßnahmen beschließen konnten. Nämlich erstens den Bildungsbonus für arbeitssuchende Menschen, die bereit sind, mit anzupacken, wenn sie in die Arbeitsstiftung gehen und eine Aus- und Weiterqualifizierung annehmen. Zweitens die Aufstockung des Familienhärtefonds von 60 Millionen auf 100 Millionen Euro, um anspruchsberechtigten Familien hier die Einkommensverluste abzufedern. Und drittens die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit, wie es der Herr Bundeskanzler schon erwähnt hat, eine Ausdehnung jetzt für das erste Semester des Schuljahres, also von Oktober bis Ende Februar, zusätzliche 3 Wochen hier zu unterstützen. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass wir in diesen Tagen den Kinderbonus zur Auszahlung bringen. Das bedeutet, all jene Familien, die Anspruch auf Familienbeihilfe haben, haben schon oder bekommen in den nächsten Tagen auf ihr Konto zusätzlich zur Familienbeihilfe 360 Euro pro Kind überwiesen, weil es hier offene Fragen auch gab und warum bekomme ich das Geld? Das ist die Unterstützung, die wir als Bundesregierung den Familien geben, um hier auch zu entlasten und auch speziell jetzt zum Schulstartbeginn aufgrund der Ausnahmesituation bei der Corona-Pandemie unterstützen. Zum Punkt 1 des Bildungsbonus der heutig beschlossenen Maßnahme. Das ist für all jene arbeitssuchende Menschen, die ab Oktober sich bereit erklären, in die Arbeitsstiftung zu gehen, die sozusagen die Chance nutzen, hier mit anzupacken, sich weiterqualifizieren zu wollen und aber auch eine neue Jobperspektive bekommen. All jene, die ab dem 3. Monat eine Ausbildung machen, also wenn die Ausbildung länger als 3 Monate dauert, bekommen sie ab dem 1. Monat 180 Euro am Bildungsbonus zusätzlich zum Arbeitslosengeld. Das ist aufgerechnet eine Erhöhung vom durchschnittlichen Arbeitslosengeld von 19%, also fast 20% sozusagen Arbeitslosengelderhöhung für all jene, die bereit sind, sich weiterqualifizieren dorthin, wo es Jobperspektiven und Chancen am Arbeitsmarkt gibt. Dafür nehmen wir Geld in die Hand und unterstützen die Menschen und wir rechnen damit in den nächsten Jahren für circa 100.000 Menschen, dass diese sich aus- und weiterbilden lassen und auch hier vor allem eine arbeitsplatznahe Qualifizierung auch durchführen. Im besten Fall vorab schon ein Praktikum oder ein kurzes Training on the Job machen, ob man überhaupt geeignet auch ist. Und dass die AMS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier die Beratungstätigkeiten gut durchführen können, haben der Herr Finanzminister und ich gestern auch kommuniziert, dass die Planstellen aufgestockt werden, insgesamt heuer mit 500 zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit wir für den Herbst und Winter jetzt gut gerüstet sind. Unser Ziel ist, dass wir die Menschen, die sich weiterbilden und weiterqualifizieren lassen wollen, auch hier finanziell unterstützen, damit sie auch diese Aus- und Weiterbildung auch gut abdecken können mit den tagtäglichen Lebenskosten. Zum zweiten Thema, die Sonderbetreuungszeit. Für die Familien, damit wir gut in den Herbst und Winter kommen, hier insbesondere diese Herausforderungen von der Vereinbarkeit auch lebbar machen. Und ich möchte es noch einmal dazu sagen, die Familien, die Eltern, die Großeltern mit ihren Kindern insbesondere, haben in den letzten Monaten Großartiges geleistet. Und ich möchte mich bei wirklich allen dafür auch bedanken, dass alle so die Maßnahmen mitgetragen haben. Ich weiß, es war überhaupt nicht leicht und es war keine Vorbereitungszeit im Frühjahr und dementsprechend waren hier Doppel- und Mehrfachbelastungen auch schlagartig gegeben und dementsprechend bereiten wir uns jetzt gemeinsam auf den Herbst und Winter vor, einerseits mit den Schulen, andererseits mit dem Corona-Ampelsystem und zugleich aber auch mit der Möglichkeit, wenn es zu einer Schul- oder Klassenschließung kommt, dass hier die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rücksprache mit dem Arbeitgeber die Sonderbetreuungszeit von nochmals 3 Wochen in einer flexiblen Art und Weise
anwenden können. Was bedeutet nun diese flexible Art und Weise der Anwendung? Dass es auch möglich ist, einzelne Tage hier eine Freistellung zu bekommen oder einzelne Halbtage. Wenn man sich beispielsweise, hat mir eine Familie erzählt, mit zwei Kindern in zwei verschiedenen Schulen aufteilen kann als Mutter und Vater, wo man zwei Tage in der Woche als Mutter, zwei Tage als Vater die Betreuung zu Hause übernimmt und den Freitag sich mit Homeoffice und vereinten Kräften irgendwie noch zusätzlich aufteilen kann. Hier konnten wir in der ersten Phase von März bis Mai bereits über 30.000 Kinder betreuen lassen. Die zweite Phase über den Sommer wird gerade ausgewertet, weil die Unternehmen die Anträge zur Abrechnung erst einreichen. Und was ein wichtiger Schritt auch in der Weiterentwicklung ist, ist, dass wir bisher aufs bewährte System aufbauen, aber die Unterstützung wird von Seiten des Bundes größer und verstärkt. Nämlich von ein Drittel der Kosten, die wir übernehmen, übernehmen wir jetzt für die kommende Phase die Hälfte des Gehalts für die Sonderbetreuungszeit. Und dementsprechend ist es mir als Familien-, Arbeits- und Jugendministerin auch wichtig, dass wir hier niemanden im Stich lassen, die Eltern unterstützen, dass wir so gut wie möglich in diesen besonderen Herausforderungen durch den Herbst und Winter kommen. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass es auch sehr interessant war von der ersten Phase der Sonderbetreuungszeit, dass wir einen Anteil der Väterbeteiligung von über einem Drittel hatten. Das heißt, die Familien haben sich die Sonderbetreuungszeit dort, wo es möglich war, aufgeteilt und ein Drittel der Väterbeteiligung in einem familienpolitischen Instrument ist ein sehr starker Anstieg und dementsprechend auch hier noch besser die gemeinsame Aufteilung auch zu leben und auch umzusetzen, ist hier dieses flexible, bewährte Modell, wie es auch der Herr Bundeskanzler in seiner Rede gesagt hat, auf dem, mit dem wir jetzt auch in den Herbst und Winter gemeinsam mit den Familien starten. Zum dritten Punkt, die Aufstockung des Familienhärtefonds. Wir haben insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung beim Familienhärtefonds und möchten aber allen anspruchsberechtigten Familien hier die Möglichkeit geben, diese Einkommensverluste auch zu erhalten und abzufedern. Das bedeutet, dass wir diesen nun aufstocken auf 100 Millionen Euro im Familienhärtefonds. Durchschnittlich bekommt eine Familie ca. 1.200 Euro als Unterstützung, als Einmalzahlung sozusagen die Einkommensverluste, die durch die Krise jetzt entstanden sind, hier abzufedern. Und daher stocken wir den Familienhärtefonds auf. Und wichtig ist, dass wir mit dieser Unterstützung möglichst vielen Familien, die eben anspruchsberechtigt sind und die bei uns einen Antrag gestellt haben, hier unterstützen. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass wir dieses wichtige Zeichen heute sehen. Es kommen laufend weitere Anträge hinein beim Familienhärtefonds. Es gibt teilweise wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wo erst jetzt die Unternehmen in die Kurzarbeit kommen oder auch Menschen noch in die Arbeitslosigkeit kommen. Und dementsprechend ist es hier wichtig, dass wir alle anspruchsberechtigten Familien hier diese Einkommensverluste abfedern. Dieser Maßnahmenmix, den wir auch heute im Ministerrat beschlossen haben, zeigt, dass wir vorbereitet in den Herbst und Winter gehen, dass wir für verschiedene betroffene Gruppen hier Instrumente zur Verfügung stellen, um zu schauen, dass wir alles unter einen Hut bekommen. Und wenn ich an Familien denke, dann ist das ein tagtägliches Brot, dass man versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich habe selbst drei Kinder und kenne das von jeden Tag in der Früh. Und dementsprechend geht es jetzt darum, dass wir gestärkt miteinander in den Herbst gehen und dort unterstützen, wo es notwendig und sinnvoll ist. Und zugleich versuchen, alles unter einem Hut zu bringen. Dementsprechend möchten wir besonders auch für die Familien und den arbeitssuchenden Menschen hier die Einkommensverluste abfedern und halbwegs gut durch die Krise nun kommen. Herzlichen Dank.